So, herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Elefanten Campus und heute in einer ganz besonderen Folge, nämlich unserer voraussichtlich letzten. Im großen Finale freue ich mich, begrüßen zu dürfen, Patrick Grabowski. Seines Zeichens schwer in Worte zu fassen. Große Klappe, viel dahinter. Multiunternehmer, multi-erfolgreich. Und ich freue mich riesig, ihn heute dabei zu haben. Er ist ein Riesenbär mit einem Riesenherzen und gleichzeitig ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer mit ja, einem genauen Gespür für was funktioniert und was funktioniert nicht. Und heute möchte ich ihn für euch sozusagen interviewen, ihm seine besten, ja, also ihm sein bestes Wissen aus der Nase ziehen und gleichzeitig ihn fürs Gespräch, für die Diskussion und für eure Fragen sozusagen möchte ich das Gespräch öffnen und euch die Möglichkeit geben, genau diese Fragen zu stellen. Und dazu erstmal meine erste Frage und antwortet gerne in die Kommentare. Könnt ihr uns gut sehen und könnt ihr uns gut hören? In diesem Sinne aber auch herzlich willkommen an Bord. Patrick Grabowski, großer Applaus. Grüße dich. Guten Abend. Schönen guten Abend. Also es kann sein, dass es ein paar Hintergrundgeräusche gibt, weil ich sitze hier auf einer türkischen Verlobung. Die haben jetzt gerade die Anlage ein bisschen hier aufgedreht. Also sollte man im Hintergrund ein bisschen was hören, dann ist das bewusst so gewählt. Ja. Sehr, sehr geil. Mein Lieber, du hast gerade schon erzählt, du bist bei einer Party, aber erzähl mal darüber hinaus, wie geht's dir gerade so? Wir haben ein spezielles Jahr. Ich weiß, du hast mit allem irgendwie einen speziellen Umgang. Wie geht's dir aktuell so? Ja, mir geht's gut. Bei uns läuft soweit alles. Corona hat so ein bisschen ja, die Umsätze runtergefahren, was so Außendienst und so angeht. Da wollte halt keiner irgendwelche Leute an der Haustür sehen. Für 2, 3 Wochen, aber die Show geht halt weiter, ne? Also mir geht's gut, bin gesund, bin froh, bin munter, die Haare wachsen, läuft, Konto ist voll, alles gut. Sehr nice. Für die, die dich nicht kennen, erzähl mal ganz kurz so ein bisschen deine Story, deinen Background. Was macht Patrick Grabowski im normalen Leben und vor allem, wie kamst du da hin? Also lass uns gerne noch so ein bisschen früher einsteigen. Du hast dich selbstständig gemacht vor schon einigen Jahren und wie ging es dann weiter? Und wie kamst du überhaupt dazu? Also lass wirklich kurz vorne anfangen, damit wir dich ein bisschen greifen können mit, warum machst du heute das, was du machst? Und komm, arbeite ich dann kurz so noch vor zu, was machst du heute, damit wir Dimensionen von dem, was du machst, auch greifen können. Okay, also angefangen hat alles mit 8 Jahren Schule, die eigentlich 10 Jahre waren, aber ab der 8. Klasse habe ich dann gesagt, das ist irgendwie alles langweilig und blöd. Bin dann von der Schule gegangen, habe eine Ausbildung angefangen, als ich glaube Bürokaufmann war es. Habe die abgeschlossen, relativ gut. Dann ist meine Mutter gestorben, dann habe ich angefangen mit Drogen. Also ich mache es jetzt mal wirklich schnell, schnelle Abfolge. Drogen angefangen, Drogen verkauft, dann erwischt worden nach einem halben Jahr, 3 Jahre Gefängnis oder 3,5 Jahre, raus mit 500 Euro Überbrückungsgeld. Ja, und dann muss man erstmal gucken, wen kennt man überhaupt noch? Kennt man überhaupt noch jemand? Hat man noch eine Familie? Hatte ich alles nicht mehr. Hab dann so über Couching, Mouching irgendwo so Webdesign gemacht, hab in China irgendwelche Seiten geklaut und ja, habe die dann in Deutschland verkauft. Dann habe ich über die 1&1 ein Angebot bekommen, Vertrieb zu machen. Habe dann am Stand angefangen, habe am Stand Promotion gemacht. Mehr schlecht als recht. Habe dann meinen Kollegen Ali kennengelernt. Dann lief es richtig gut. Dann haben wir ein Gebiet übernommen von Papenburg bis Hameln. Dann haben wir die GmbH aufgemacht vor 15 Jahren. Und mittlerweile machen wir im Monat 10.000 Kunden im Bereich Direktvertrieb. Sind, ich glaube, mittlerweile die größte Vertriebsagentur, machen Online-Marketing, haben ein Kinderhilfsprojekt, machen Lurchfrei, machen Network-Marketing, also machen alles das, wo wir gerade Bock drauf haben. Das ist die Kurzform. Sorry, nochmal? Das war die Kurzform. Das war die Kurzform. Also ich kenne Patrick inzwischen schon einige Jahre und ziemlich gut und das war definitiv die Kurzform. Mein Lieber, lass mal von da direkt weiter reinhaken und ich frage mal so wirklich so auf den Punkt, du hast auf deinem Weg viel gelernt, was dir geholfen hat, das umzusetzen, was dir wichtig ist im Leben. Und da wegzukommen, wo du es nicht so geil fandest und da hinzukommen, wo jetzt das Leben sehr viel Spaß macht. Und deswegen frage ich mal ganz einfach, da draußen so eine Menge Zuhörer heute, die wahrscheinlich auch irgendwo zwischen ist und soll sich bewegen. Zwischen dem, beziehungsweise nee, nicht dazwischen, sondern genau bei ist. Und sie wollen irgendwo hin im Leben. Und dazwischen ist ein Stück Weg. Und ja, für die, die große Ziele haben, gerade für die, die vielleicht beruflich auch viel bewegen wollen, was hast du aus diesem Weg, der ja auch mit viel schwierigem Weg verbunden war, was hast du auf deinem Weg so gelernt? Ja, was so die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten Erkenntnisse waren, die es dir erlaubt haben, deinen Weg konsequent zu gehen? Okay, dann hau ich mal ein paar Nuggets raus. Sagt man ja jetzt so. Ne? Yes, Lifehacks. Ja, Lifehacks. Entrepreneur-Hacks.
Ja, was habe ich gelernt? Scheiße auf andere. Völlig egal, was andere Leute sagen. Mach dein eigenes Ding. Freunde hast du meistens in dem Bereich halt nicht. Alle wollen dich irgendwie unten sehen. Keiner will dich irgendwie oben sehen. Du musst dein eigenes Ding finden und du musst einen Partner finden, mit dem du alles durchziehen kannst, der dich quasi da ergänzt, wo du halt defizitär bist. So, das ist so der Hack. Glaub nicht alles, lies keine 1000 Bücher, geh nicht zu 15 irgendwie Seminaren, mach eine Seminarreihe bei einem Trainer. Glaub nicht, dass du überall dein Glück findest und dann zieh einfach durch. Ja, das ist es. Einfach durchziehen, auch wenn es am Anfang nicht klappt, weiter, weiter, weiter. Das ist wie mit dem Bambus, den musst du sehen, 3 Jahre wächst nichts, musst halt immer gießen und irgendwann ballert der 2 Meter in 2 Monaten durch die Decke. Das Witzige ist, ich habe so einen Bambus bei mir im Garten. Ohne Witz, habe ich letztes Jahr auch, glaube ich, mal eine Story drüber gemacht. Der ist wirklich, du konntest wirklich zugucken, wie das Ding wächst. Lass mal genau da einsteigen. Du hast gerade gesagt, scheiß drauf, was andere denken, und wer dich kennen, weiß, das lebst du auch. Hast irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, einen fetten Lambo zu fahren. Die einen finden das mega cool, die anderen finden das total unverantwortlich, wegen der Umwelt und so weiter. Und du kriegst auch Gegenwind dafür. Du hast Bart und selten Schuhe, zerrissene Hosen und hochpreisige Firmenkunden und bringst das aber alles zusammen, weil du sagst, scheiß drauf, das bin halt ich. Jetzt gibt es sicher einige, die sagen, hey, genau so würde ich es am liebsten auch machen. Also vielleicht nicht genau so, aber halt, dass ich das, was ich bin, einfach mache. Aber da ist noch diese Angst, naja, aber was sollen die anderen denken? Ist natürlich tatsächlich noch da, irgendwo auch evolutionär begründet. Als Menschen haben wir eben Angst, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Was sind deine Gedanken dazu, dass Menschen, die sagen, ich verstehe es, aber ich krieg's irgendwie noch nicht hin, dieses Ich wirklich zu leben? Was kann helfen, um seinen Weg so konsequent zu gehen, wie du tatsächlich scheiß drauf, was die anderen denken? Ja, ich würde mir vielleicht mal so ein Gesamtbild machen. Wie soll das Ich am Ende aussehen? Wie wird die Figur, die ich mir selber schaffen möchte, am Ende sein? Und da würde ich Step by Step machen. Weil wenn du jetzt anfängst und auf einmal aussiehst wie ich und auch so bist wie ich und kein Fundament hast und gar nicht weißt, oder die Leute gar nicht wissen, wer du so bist, dann wird es halt schwierig. Und wenn du dann noch so provokant provozierst mit irgendwelchen Sachen, dann wird es halt ganz schwierig. Wenn du aber irgendwo schon so ein Standing dir aufgebaut hast, dann ist es eigentlich relativ egal, wie du aussiehst, weil die Leute beurteilen dich dann nach deiner Leistung. Das ist für mich auch immer lustig, wenn ich auf irgendwelche Meetings gehe. Aber das Auto ist halt so eine Schallmauer Durchbrecher. Weißt du, du fährst mit dem Auto davor und die Leute wissen, okay, irgendwas muss der richtig machen, weil den gibt es nicht auf Leasing. Dann latscht er da rein. Und dann ist erstmal so, die ersten 2 Minuten gucken die Leute dich halt wirklich komisch an, weil die denken, okay, was ist das für ein Freak? Aber die wissen ja mittlerweile, dass es viele Freaks gibt, die irgendwie was können. Wenn du dann mit Leistung und mit dem, was du kannst, halt überzeugst, dann hören sie dir doppelt so stark zu, weil in ihrem Kopf irgendwie so ein Ding geht. Eigentlich darf der gar nicht so aussehen, aber das, was er sagt, das passt halt super. Und dann hast du irgendwie doppelt gewonnen. Und so schließen wir halt wirklich hochpreisige Kunden ab, ne? Was hat dir auf dem Weg, oder andersrum, du erlebst gerade diese Zeit, die ändert sich massiv, das tut sie massiv schnell. Ihr habt euch auch im Businessmodell, ich will nicht sagen verändert, weil das, was ihr die letzten Jahre gemacht habt, macht ihr immer noch sehr erfolgreich, aber du hast auch neue Baustellen aufgerissen und bist immer sehr im Puls der Zeit. Was würdest du sagen, ist so die Nummer 1 Fähigkeit, die Menschen in 2020 brauchen? Naja, so Chamäleon-Style, ne? Du musst dich halt anpassen können. Wenn es blau wird, musst du blau werden. Wenn es gelb wird, musst du gelb werden. Ne? Wenn du irgendwie auf einem alten Pferd reitest und da gibt es halt keine Wege mehr oder nur noch irgendwie Autobahn, reitest du dir quasi den Fuß ab. Ne? Du musst halt wirklich anpassungsfähig sein und gucken, was halt funktioniert. Und ich habe das Online-Marketing ja nur gelernt, weil wir Leads brauchten, weil wir halt neue Mitarbeiter brauchen. Und dann hat sich das so gut entwickelt, habe da so eine geile Crew gefunden, wo wir gesagt haben, okay, daraus kann man natürlich auch noch was anderes bauen. Das ist dann irgendwie so gekommen und mittlerweile ergänzt sich das Ganze. Also das eine hilft dem anderen groß zu werden. So und also Chamäleon ist wirklich wichtig in der heutigen Zeit, wenn du nicht anpassungsfähig bist. Da gibt es den Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das ist auch wirklich so. Ne? Dann bist du irgendwann weg vom Fenster. Und das Ding ist, aber ich kann jetzt kein Hack sagen, okay, jetzt ist Online-Marketing, weil der Typ, der vielleicht gut malen kann, dem bringt Online-Marketing nichts. Ne? Der soll sich ein Edding 3000 holen und anfangen rumzumalen oder einen Buntstift oder so. War das jetzt Werbung? Ja. Gruß an Edding. Schick mal eine Schachtel.
Rechnung kommt, würde ich sagen, wie ich dich kenne. Also, Chameleon Style, auch hier wieder die Frage, wie kriegen wir das hin? Im Sinne von, für die, die sich sagen, ja, ich weiß, aber Veränderung ist ja so ein bisschen nicht ganz so leicht. Und Chameleon heißt genau das, zu lernen, hauptberuflich zu machen, sozusagen, oder all day, every day. Was sind so Schritte, um an dieses Chameleon-Dasein ranzukommen aus deiner Sicht? Ja, das Chamäleon-Dasein, ja, du musst einfühlsam sein. Du musst wissen, wie dein Gegenüber tickt. Also ich weiß vorher, vor dem Gespräch schon, wo ich hin will. So, und da geht die Reise dann auch hin. Und also ich habe halt diesen Fuck-off-Status. Wenn mir einer doof kommt oder ich keine Lust auf diese Firma habe, egal was sie mir zahlen, dann bin ich halt raus. Weißt du, da habe ich komplett Fuck-off. Mich interessiert das auch nicht. Dann gibt es den nächsten Kunden fertig. Die kriegen eine Rechnung für den einen Tag. Auf Wiedersehen. Und das Zweite beim Chamäleon ist halt, du brauchst halt Fähigkeiten und du brauchst halt ein Team, mit dem du was abbilden. Also in meiner Form brauche ich halt ein Team, womit ich was abbilden kann. Weil ich sage mal, ich bin der Schlechteste in allem. Ich kann alles so lala, aber ich kann es halt so gut, dass ich es verstehe. Ich sehe mich auch mehr als Architekt, als irgendwie als Elektriker. Aber ich habe halt geile Elektriker, ich habe geile Gas-Wasser-Leute, ich habe für jeden Bereich halt meine Spezialisten und weiß genau, mit wem ich was, wo, wie machen kann. Und kann das beim Kunden halt super rüberbringen. Und weiß halt, wie das Haus aussieht. Dem Kunden interessiert das ja nicht, ob das ein 70er Scheißhausrohr ist. Ich weiß das und danach steht das Haus, der zieht ein und fühlt sich wohl. Ne? Ja. Tatsächlich hier auch ganz kurz an die Community. Ich habe am Nebenfenster, die eine oder andere merkt es, heute ist ein bisschen anders als sonst. Ich befinde mich gerade in Holland im Studio und Office von meinem lieben Freund und Kollegen Dr. Frederik Hümmecke. Und deswegen, manchmal ist heute auch der Faktor Technik was ganz Spannendes. Ich habe gerade einen Ping reinbekommen und weiß gar nicht genau, wo es herkommt. Jetzt muss ich an seinem Computer erstmal irgendeine Software schließen. Ich traue mich aber nicht. Ach komm, das muss auch so gehen. Anyways, zurück zum Thema. Wenn ihr Fragen habt, ich habe an einem Nebenfenster hier noch Facebook selber offen und kann in die Live-Kommentare reingucken. Sodass ihr eure Fragen an Patrick stellen könnt. Wenn ihr Fragen habt, bitte packt sie in die Kommentare. Ich kann mich erinnern an einen Tag bei der High Performance Masterclass, hieß sie damals noch, heute Rock Your Life, wo Patrick im Interview war. Und wir haben tatsächlich irgendwie 2,5 Stunden, geplant waren 60 Minuten, Interview gemacht. Einfach nur aus den Fragen, die sich aus dem Publikum ergeben haben, weil Patrick da auch am besten funktioniert. Und deswegen geht gerne mal in euch und fragt euch, okay, was ist eine Frage, die ich so einen verrückten Kerl gerne stellen möchte? Und packt sie ruhig in die Kommentare, dass wir da für euch guten Mehrwert, der nicht aus der Retorte ist, der nicht nur was sind deine besten 7 Lifehacks ist, sondern eben genau zu dem passt, was für euch jetzt in diesem Jahr oder in dieser Situation oder im Leben wichtig ist. Und deswegen bitte haut da auch in die Tasten, dass wir ein bisschen wirklich in diese Interaktion gehen können, um die es uns bei diesem Format ja auch geht. Ich habe trotzdem noch eine Frage dabei und möchte im nächsten Schritt fragen, wenn wir jetzt gerade ins Thema Business schauen und sagen, okay, für die, die sich beruflich was aufbauen wollen, ist das ja meistens entweder selbstständig, ich mache jetzt eine Firma, ich habe einen Traum, daraus gründe ich was, oder für viele passt das ja auch nicht. Wie ist da deine Sicht drauf? Also heute gibt es ja ganz viele, die dieses, du musst jetzt Entrepreneur werden, jeder ist jetzt Entrepreneur, Multipreneur, irgendwas Preneur und mein Gefühl sagt mir manchmal, muss das jeder werden. Aber da würde mich mal deine Meinung interessieren. Du bist Vollblutunternehmer, aber ist das inzwischen der einzige Weg oder geht es eigentlich anders auch? Ich finde es eigentlich schade, dass das Handwerk halt total zu kurz kommt. Jeder will irgendwie jetzt Entrepreneur werden und sieht es bei Facebook und Bitcoin-Spezialist und irgendwie alle wollen wenig arbeiten und viel Geld verdienen oder halt wirklich so hustlen und dann irgendwie Bionade trinken und 18 Meetings machen und am Ende kommt eh nichts bei rum. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Also ich finde das Handwerk halt wirklich geil, ne? Wenn ich so sehe, was so Leute auf dem Dach können oder sonst irgendwas. Aber das ist irgendwie. Na, es kommt gerade wieder hoch, aber irgendwie war das alles so Schmutz. Jeder will irgendwie nur noch am Computer sitzen, ein paar Posts machen und dann irgendwie Millionen verdienen. Aber das geht halt nicht. Ne? Du musst halt erst wirklich durch die Scheiße gehen, damit du am Ende auf der Blumenwiese stehst. Ne? Und du musst halt Sachen lernen, du musst halt besser werden, du musst dich weiterbilden, du musst es machen, mach Fehler machen neu, Fehler machen neu, Fehler machen neu, haben wir ja auch. Ja, wir kommen ja nicht, wir sind ja nicht vom Himmel geschickt und auf einmal standen wir da und dann stand der Lambo vor der Tür. Das war eine harte Reise. Hingefahren zum Autohändler, der hat gesagt, du darfst dich noch nicht mal da reinsetzen. So, dann stand ich davor mit großen Augen, habe gesagt, ja, okay, ich darf mich da nicht reinsetzen. Und 3 Jahre später sind wir mit 2 Lambos da hingefahren. Habe ich ihm gesagt, du darfst dich auch nicht reinsetzen, du Wichslurch. Du musst deine Passion finden und du musst Gas geben. Weißt du, wir haben die Woche 200, 300 Bewerber, die schieben wir komplett durch Assessment Center, durch Schulungen und so weiter.
Die kommen halt mit einer Vorstellung, ja, bei Patrick fange ich ein bisschen an, ich mache das so wie der, fahre ein bisschen mit dem Lambo rum und danach habe ich 10 Düsen im Monat. Nee, das ist halt nicht so. Du musst 10, 12 Stunden bei uns an der Tür arbeiten und dann hast du deine 10 Düsen aber auch und dann funktioniert das auch. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann wird es auch schwierig. Dann werd lieber Dachdecker erstmal oder mach irgendwie was Sinnvolles, wo du was siehst und mach das dann nebenbei, weil die meisten Entrepreneure, die lutschen da irgendwo auf 450 Euro durch die Gegend und kriegen gar nichts geschissen. Mit ihren Flatterbuchsen machen sie da einen auf Seminarcoach. Wenn ich die da sehe, haben 3 Likes unterm Bild. Das eine ist die Oma, das andere ist die Tante und liken sich auch noch selber. Ist wie selber ein Eier rumlutschen. Dann wird das halt auch nichts. Ne? Du musst halt demütig erstmal einen Weg gehen, um was zu lernen. Weil sonst wird das nichts. Das ist wie damals bei dir beim Zaubern. Du musst es lernen, üben, üben, bis die Finger bluten und dann musst du halt eine Vorstellung machen, die erste ist Kacke, die zweite ist Kacke, es wird besser, deine Preise gehen hoch, es kommen mehr Leute, die Tricks werden besser und, und. Aber du bist nicht in 2 Tagen Copperfield. Nee. und war ich dann zum Glück auch nach vielen Tagen nicht. Aber yes, I totally agree. Viele sind dann irgendwie nicht mehr bereit, den Weg zu gehen, weil es auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, weil es ein bisschen zu lecker auch gezeichnet wird. Lustigerweise auch so ein bisschen von dieser Branche, in der ich drin bin und die du sehr gut kennst. Da gibt es so das Shiny Object. Du kannst alles machen, was du willst und Erfolg ist total einfach. Und ich bin da auch kein Fan von. Ich glaube, man kann sehr viel die Lernkurve abschneiden. Man kann sehr viel bewusst die eigene Psychologie und die von Menschen kennenlernen, um dran zu bleiben, wenn es schwierig wird, um nicht in die klassischen Fallen zu tappen, von sich einreden lassen zu lassen. Das geht nicht und so weiter. Aber am Ende muss man die Arbeit machen, um von A nach B zu kommen. Sonst kommst du halt nicht von A weg. Und das ist was, was du auch extrem getan hast. Deswegen vielleicht noch eine Frage, dann nochmal anzuknüpfen. Du hast gesagt, bei euch war das auch nicht leicht. Ihr habt erst, vorhin hast du die Kurzversion erzählt, im Supermarkt angefangen, im Promotion, hast dann langsam was aufgebaut. So, was waren da so die ersten Hürden und vielleicht auch so die ersten Scheitern in Anführungszeichen, wo andere gesagt haben, oh, das ist ja gescheitert, wo du gesagt hast, da konnte ich aber auch massiv dran wachsen. Hey, der erste Tag war, der stand da, der Kollege war da. Ich kam da hingewackelt mit meinem Anzug und meiner Krawatte, schön gebügelt, habe mich dann zu ihm gestellt und dann hat er mir gesagt, pass auf, jetzt kommen gleich Leute mit dem Einkaufswagen und die sprichst du mal an. Dann habe ich gesagt, wie, die spreche ich mal an. Ich dachte, die kommen zum Stand. Nee, die musst du aktiv ansprechen. So, und dann hast du im Kopf so eine Blockade, die sagt dir, ey Patrick, du würdest ja selber ganz ungern angesprochen werden im Supermarkt. Das ist so richtig mies, das ist so die unterste Schublade. Und dann kommt einer und dann sagt der Kollege, jetzt aber. Und dann denkst du so, okay, ich versuch's und au, nee. Und dann habe ich mich hinterm Stand versteckt, habe telefoniert, bin durch den Supermarkt gelaufen und habe es am ersten Tag hingekriegt, gar keinen anzusprechen, weil mein Kopf einfach gesagt hat, okay, das können wir nicht. So, dann bin ich nach Hause, habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, sie fragte, wie war's? Ich sag, ja, geht. Aber eigentlich war es völlige Scheiße. Und dann habe ich in meinem Kopf gesagt, okay, Patrick, du hast hier die Möglichkeit, am Tag 500 bis 1.000 Euro zu verdienen. Dafür musst du normalerweise studieren oder whatever, um einen Tausender am Tag zu verdienen, musst du wirklich cool sein und viel machen und viel Vorarbeit geleistet haben. Und das kannst du hier erreichen. Und entweder ziehst du jetzt morgen durch oder du brichst das Ganze ab und machst irgendwie was anderes. So, nächsten Tag wieder hin. Am Anfang war es, also es war wirklich hart. Es war wirklich hart, Leute zu überzeugen oder überhaupt anzusprechen. Aber ich habe mir einfach im Kopf gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das Schlimmste ist, dass die Leute sagen, nee. Oder verpiss dich, oder was bist du für ein Affe, oder völlig egal, aber was tut es mir? Es tut mir ja nicht weh. Es tut mir am Anfang diese Neins, die waren vielleicht so ein bisschen persönlich genommen, aber irgendwann war es mir völlig egal. Und irgendwann hatte ich die 500 bis 1.000 Euro und ich habe mir gedacht, du, ich spreche dich an und wenn du Nein sagst, fahre ich immer noch mit einem geileren Auto nach Hause, als du hier zum Supermarkt gekommen bist. Das ist mir völlig scheißegal. So, dann habe ich wirklich jeden angesprochen, bis irgendwann der Supermarktleiter gekommen ist und gesagt hat, du, ihr macht hier so Frogger-mäßig und Pac-Man-mäßig, ihr lasst ja gar keinen mehr durch, die Leute fühlen sich schon belästigt. So, das war für mich so die geilste Auszeichnung, genau. Pac-Man, ich bin einfach durch die Gänge, ich habe die Leute schon im Supermarkt angesprochen. Ich wusste, wenn die das und das im Einkaufswagen haben, dann weiß ich ganz genau, was das für ein Typ ist. Ja, wenn er Toilettenpapier, dies, das, für die Kinder was hat, weiß ich, okay, der hat Kinder, sprechen auf die Kinder an. Wenn er Champagner, dies drin hat und Lackschütchen, weiß ich, okay, der will halt Performance und. Und da waren wir echt gut drin. Und das hat richtig Spaß gemacht, am Stand zu arbeiten. Und dann auch mit einem Kollegen, komm, ich habe einen, jetzt du einen, jetzt ich einen und du einen. Und dann hatten wir teilweise, ich weiß noch, im Bahnhof in Hannover, da haben wir teilweise 25 Kunden am Tag geschrieben. Da bist du mit 3.000, 4.000 Euro am Tag nach Hause gegangen. Gut, die Marktmiete war da auch irgendwie ein Tausender.
Steuer die alten Geier. Aber das war halt geil. Und dann baust du dir ein Team auf und dann siehst du, wie die Babys wachsen und die Pflänzchen groß werden. Und ja, und aber du musst es selber mal gemacht haben, weil sonst kann ich keinen Leuten erklären, wie es funktioniert. Ich glaube, das Gong ist bei mir. War gerade wieder dieses Gong? Das Gong, ja, das Gong war definitiv bei dir, die Party ist bei euch. Okay, warte mal. Ja. Lass mich da auch ganz kurz reinsteigen mit den Fragen der Teilnehmern, weil damit hast du es eigentlich schon relativ schön auf den Punkt gebracht. Manchmal muss man einfach in dieses Tun kommen und daraus lernen. Da gibt es nicht den einen Lifehack und nicht die eine total spezielle Mentaltechnik für. Aber eben mit diesem Mindset von, ich mache das jetzt, egal was zurückkommt an Feedback. Gerade auch wenn es am Anfang nur nach Scheitern aussieht. Ich gehe mal in die Kommentare der Teilnehmer. Der erste Kommentar ist lustigerweise ein technischer. Kannst du, so gefragt, Patrick, kannst du ganz leicht deinen Laptop zu uns klappen, dass wir dich besser. Ja, perfekt, wunderbar, Dankeschön. Jetzt, oh, da wird das Ganze doch schon viel jesushaftiger. Next. Jan schreibt, Patrick, du meintest ja, dass du einen Kollegen kennengelernt hast und ab da ging es richtig los. Genau, was genau hat sozusagen der Kollege, was euch dann katapultiert hat? Also wo ist sozusagen dieses, das bin ich, aber das brauchte ich noch, was mich ergänzt? Naja, ich bin halt ein völliger Chaot. Wenn irgendwie Post kommt, dann wird die so alt, dass wahrscheinlich auch Papyrus irgendwann draus gemacht werden könnte. Und ich bin der Chaot, ich reiße die ganzen Sachen auf und bin vielleicht auch so ein bisschen drüber. Und Ali ist der, der mich immer mal so runterholt, den Ballon auch mal wieder so auf den Boden holt und sagt so, das ist eine coole Idee, aber das kriegen wir jetzt gerade nicht hin. Und auch mir den ganzen Rücken quasi frei hält, was Tools angeht. Wir haben komplette eigene Auftragserfassungen, Rechnungssysteme und. Das funktioniert halt nicht, wenn ich nur aufreiße und am hinten fliegt mir alles halt aus dem Mähdrescher raus. Ne? Und der macht halt die Pakete draus, dass es halt cool wird. Und da sind wir seit 15 Jahren zusammen und jeder weiß, was sein Part ist. Und ich kann mich halt blind auf ihn verlassen. Wir haben keine Verträge untereinander, gar nichts. Den kann ich nachts um 3 anrufen, dann holt er mich, egal wo ich bin, halt auch nackt ab. Ist das so ein Ding, dass du immer sagst, Ali, zieh dich aus, hol mich ab? Oder bist du dann nackt? Ja, du kommst ja immer angezogen. Nee, das ist halt so. Ich habe halt mittlerweile ein wirklich gutes Netzwerk von guten Leuten, wo ich mich drauf verlassen kann. Für jeden Spezialbereich, egal was ich brauche, was ich habe. Ich mache einen Post bei Instagram und 2 Stunden später liegt irgendwie ein Scharnier im Briefkasten, was ich gerade gebraucht habe. Und so arbeite ich halt wirklich für alles irgendwelche guten Leute, wo es halt wirklich Spaß macht. Und bei mir ist es nicht so ein Einbahnstraßending. Viele lutschen ja immer nur irgendwelche Sachen ab. Ich versuche immer doppelt zurückzugeben. Scheiß Corona. Tatsächlich wäre das auch meine nächste Frage gewesen. Du hast ein sehr starkes Netzwerk dir aufgebaut. How? Für die, die sich fragen, wie kann ich mir denn. Wir wissen, wir sind so die Summe unseres Netzwerks, auch von dem, was uns möglich wird. Ein starkes Netzwerk ist unheimlich wertvoll. Was kann ich machen, gerade wenn ich jetzt nicht in so einer starken Position bin? Ja, viele denken, ja, für dich ist es leicht, ein Netzwerk aufzubauen. Wer mit Lambo angefahren kommt, mit dem wollen Leute auch rumhängen. Ja, aber was ist, wenn du in einer ganz normalen Position bist und trotzdem sagst, aber ich will mir jetzt Stück für Stück und über die nächsten Jahre ein Netzwerk aufbauen, wo genau das der Fall ist, dass ich für jedes Thema jemanden habe und mich mit Leuten umgebe, die ich voranbringen kann, aber die halt auch mich voranbringen. Ja, sexuelle Gefälligkeiten. Nee, das Ding ist, um ein vernünftiges Netzwerk aufzubauen, brauchst du halt erstmal eine eigene Expertise. Du musst irgendwie was können und musst Leuten irgendwie einen Mehrwert bringen können. Oder musst halt mit denen abhängen oder musst die bezahlen oder musst das Auto von denen waschen oder whatever. Bei mir ist es halt so, Leute umgeben sich teilweise gerne mit mir und dann weiß ich, okay, der kann gut Schlauchboote kleben und ich kann halt gut Angeln verleihen. So, und dann sage ich, pass auf, kannst du mein Schlauchboot kleben? Ich leihe dir auch eine Angel. Ja, oder ich gebe ihm erst die Angel. Ich gebe ihm erst 5 Angeln und sag du, ich habe da ein Schlauchboot, ich habe gehört, du bist Schlauchbootexperte. Und ich versuche immer diese Waage zu halten. Ich versuche nie Leute irgendwie abzusaugen. Ich versuche diese Beziehungskonten, wie man das so schön nennt, immer irgendwo auf plus minus null auch gerne im Plus von mir zu halten, dass ich Leuten immer mehr zurückgebe oder gebe, als ich selber nehme. Und das Netzwerk kommt irgendwann von alleine. Du sitzt irgendwann in einer Runde zusammen mit Gleichgesinnten. Du musst ja halt wirklich auch Leute suchen, die jetzt nicht so unterste Schiene Hartz 7 sind. Dann wirst du kein Netzwerk finden, außer von Flaschensammlern. Du musst halt Leute finden, die irgendwie geil sind, musst dich da einladen, musst denen irgendwie Mehrwert liefern, fahr die nach Hause mit deinem Auto oder whatever. Und dann werden die mit dir sprechen.
damals am Stand bei 1&1 hat auch kein Mensch mit mir gesprochen. Haben gesagt, was ist das für einer? Sieht aus wie Markus Lanz auf Koks. Und ja, das war's. Und jetzt ist es halt so, dass ich halt sehr viele Leute habe, die sagen, Patrick, hier kannst du mal. Und dann muss man halt gucken, okay, ist es jetzt wirklich nur mal so ein kurzes Ding? Aber das wird dann auch irgendwann zu viel, weißt du? Und dann wird es eine Dienstleistung und dann versuche ich es irgendwo über andere Leute abzufedern. Aber ich kann halt schnell, also ich merke schnell, ob das so ein Business-Ding ist, ob jemand mal schnell was wissen will, so den schnellen Fick haben will, oder ob jemand wirklich ernsthaft an einer Beziehung mit mir oder Freundschaft halt irgendwo, ja, ob der da Bock drauf hat. Weißt, das merke ich ganz schnell, ob es ein Sauger ist oder ob es jemand ist, der meine Akkus auch wieder aufladen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir uns heute in diesem Call sehen. Wir kannten uns irgendwie 4, 5 Jahre, wir kennen uns jetzt seit 2015, wir haben immer noch kein Business zusammen gemacht. Ja? Aber es hat sich halt, keine Ahnung, halt über Jahre eine Freundschaft entwickelt, wo man einfach erstmal beide reingeschmissen haben. Ideen, Austausch. Also als, ne? Und ich glaube. Ja, mit Bido fing das, glaube ich, an, ne? Mit Bido, ja. Genau, damals habe ich dir noch Tipps gegeben, wie Social Media geht. Ja, ich lache mich heute tot. Voll gut. Das war cool. Da hast du auch noch witzige Haare. Also anders als jetzt. Ja, kommen wir zu den weiteren Fragen. Franziska fragt, was war für dich das entscheidende Moment in dieser schwierigen Zeit mit Drogen und danach Knast, dass du da nicht aufgegeben hast? Weil viele, wenn sie erstmal unten sind, sagen, ich komme hier gar nicht mehr raus. Wie hast du es geschafft, gerade in der Zeit dann weiter durchzuziehen beziehungsweise richtig loszulegen oder halt da langsam wieder rauszukommen? Naja, da gibt es ja dieses Frosch- und Milchbeispiel. Der Frosch, der halt in der Milch rumeiert und der dann strampelt, da wird Sahne draus und dann springst du halt raus. Ne? Und wenn du als Frosch in der Milch irgendwie absackst, dann bist du halt irgendwann tot. Also praktisch habe ich halt nie nach hinten geguckt. Mich interessiert Vergangenheit nicht, mich interessiert auch Zukunft nicht, mich interessiert nur jetzt. Weil Vergangenheit und Zukunft kann ich nur, Vergangenheit kann ich gar nicht mehr ändern, Zukunft kann ich auch nicht ändern, jetzt kann ich ändern, dann ändert sich vielleicht auch die Zukunft. So, du musst halt immer weiter nach vorne gehen. Du musst morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, okay, jetzt geht die Show weiter. Auch wenn es mal hart ist, musst du einfach weitermachen. Weil es bringt ja nichts, wenn du da rumliegst und sagst, oh, ist ja alles so traurig. Und dann such dir Leute, die auch weitermachen. Wenn du da so ein Lurch-Umfeld hast, die immer sagen, ja, das kannst du eh nicht, das bringt nichts, das wird nichts und so weiter. Weg mit solchen Leuten. Weg, 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 weg. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Such dir einfach ein paar neue. Es gibt so viele geile Menschen, die dich wirklich hochziehen, die dich auch oben sehen wollen. Ja, sonst sag mir Bescheid, ich kann dich jeden Morgen bei WhatsApp anschreien. Ist gar kein Problem, das hilft. Das ist auf jeden Fall meine geile Produktlinie. Lurchfrei angeschrien von Patrick Grabowski. Kommen wir zur nächsten Frage. Danke erstmal für die Antwort. Frank schreibt, warum gibt es Menschen, die anderen den Erfolg nicht gönnen? Ich persönlich würde noch kurz hinzufügen. Und wie gehst du damit um? Weil ich glaube, du hattest viel Erfolg und sicher auch viele, die es nicht gegönnt haben. Warum gibt es Menschen, die anderen den Erfolg nicht gönnen? Und wie gehst du damit um? Ja, mir ist es scheißegal, weißt du? Weil ich verdiene meistens in der Stunde mehr als die im Monat. Und deshalb geht mir das so am Sack vorbei. Mir reicht ja, dass ich viele Leute habe, die mir das halt wirklich von Herzen gönnen. Und Hate kommt immer von unten nach oben. Und du kennst ja diese Pyramide mit den Tauben. Die Taube, die oben kackt, das geht halt alles so nach unten. Und mir ist das völlig egal, ob mir jemand diesen Lambo gönnt oder ob mir jemand Erfolg gönnt oder sonst irgendwas. Das sind halt Menschen, die sind selber komplett unzufrieden, die kommen selber mit ihrem Krams nicht klar und versuchen dann in den Nachbarsgarten irgendwo die roten Kirschen irgendwie wieder grün zu machen oder halt giftig zu machen. Klar habe ich die. Ich lese mir auch keine Kommentare mehr durch auf meinen Facebook-Ads oder auf meinen Facebook-Kommentaren. Früher hat mich das wirklich tangiert, weißt du? Da hat einer geschrieben, hier, du Affe mit den langen Haaren, was willst du denn? Ich lese das gar nicht mehr. Das ist mir scheißegal, was sie wollen. Leute können schreiben, was sie wollen, weil damit ziehe ich mir nur Negatives rein. Und wenn mich von 100 Leuten einer nicht mag, früher hat mich das wirklich geschockt. Also früher war das so wirklich wie mit dem Beispiel mit der Frau, die hat ein tolles Abendkleid, kommt in so einen Raum rein, 11 Leute sagen, geiles Kleid, der 12. sagt, Mensch, bist du da aus dem 4. Stock reingesprungen? Dann war die fertig, die Frau. So. Und mir ist das völlig egal, sowas von Latte, mich kannst du beleidigen, ich grinse mir da einen drüber. Oder wenn es halt wirklich privat wird, haue ich dir was in die Fresse. Oder nehme dich verbal in meiner Instagram-Story auf und dann hauen dir 60.000 andere Leute was in die Fresse. Also so gehe ich mittlerweile damit um. Oder wir, meine Frau ja genauso. Nice. Martin fragt, hi Patrick, ich habe mit viel mit jugendlichen Straftätern zu tun, also
beruflich, die sich mit 15 schon den Kopf zukiffen und wo es schwer ist, überhaupt noch an die ranzukommen. Was wäre dein Tipp, wie man die überhaupt mal klarer kriegt? Wie kann man mit denen so reden, dass sie auch mit sich reden lassen? Das ist die Frage von Martin. 15-jähriger Straftäter, viel Drogenkonsum, wie kommt man an Leute, die in so einem Moment sind, überhaupt noch richtig ran? Naja, die Story von mir ist ja ganz, ganz simpel. Die kann man schon mal dafür nehmen. Man kann schon mal sagen, pass auf, da gibt es einen, der war genauso drauf wie ihr. Guck mal, was ist. So ein Plakativ kann man wirklich den Lambo nehmen, weil der Lambo ist für viele Leute wirklich so der Stern am Himmel, wo die sagen, okay, und so ist es ja auch mit diesen ganzen Rappern, Kapital und wie sie nicht alle heißen. Da sehen die Leute ja was drin und kriegen vielleicht so einen Switch im Kopf. Ja, einfach die Geschichte von mir vielleicht mal erzählen. Pass auf, da gibt es einen, da gibt es ein paar Interviews. Der war genauso drauf wie du. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt Phasen, die müssen Leute einfach durchmachen. Man kann jetzt nicht einem 15-jährigen Straftäter, der jeden Tag irgendwie die Bon am Hals hat, so sagen, so ab morgen gibt es nur noch irgendwie Marlboro Gold. Das wird nicht funktionieren. Das sind Phasen, die müssen auch so durch. Die haben wir doch auch hinter uns. Ja? Ohne Straftaten vielleicht in dem Alter. Aber das gibt's halt. So, und dann legt sich das und dann geht das halt. Jeder hat ja irgendwie mal so ein bisschen Quatsch irgendwie so gemacht. Aber da gibt es halt keinen Schalter. Man muss vielleicht den Leuten einfach nur so ein bisschen Feenstaub einstreuen von mir oder von anderen, wo die es halt sehen, okay, man kann, egal in welcher Situation, und meine Situation war wirklich richtig beschissen, so nicht nur ein bisschen beschissen, die war richtig beschissen, kann man halt wieder nach oben kommen. Und jetzt auch anderen Leuten helfen, die in der Situation sind. Die nächste Frage finde ich sehr spannend, kommt von Jan. Er sagt, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, hey, ich verdiene eh das Zehnfache von dir. Und natürlich spielt da so ein bisschen rein, dass du jetzt Geld und die Kraft, die dahinter steckt, jetzt auch nicht unterschätzt und auch Spaß hast an Wohlstand, Reichtum. Gleichzeitig ist die Frage, was ist dir denn sonst noch im Leben wichtig? Und ich finde es schön, dass sie so ketzerisch gestellt ist. Ich kenne dich sehr gut, ich weiß, da ist noch sehr viel. Aber ich frage mal ganz einfach, was ist im Leben wichtig? Naja, Geld ist schon mal extrem wichtig. Also Geld ist für mich extrem wichtig aus drei Gründen. Grund Nummer eins, damit kann ich halt meine Base versorgen. B, kann ich andere Leute, denen es nicht gut geht, damit versorgen. Weißt du, ich kann denen ein schöneres Leben machen, kann einen Brunnen bauen oder whatever machen. Wir haben das Kinderhilfsprojekt, wo man halt mit Geld coole Sachen machen kann. Und das andere ist halt, du kannst dir Sachen kaufen. Du kannst dir Experten kaufen, du kannst dir Wissen kaufen, du kannst dir Gesundheit kaufen, ja, es entscheidet sich mit Geld, ob du im Biomarkt einkaufen gehen kannst und zwar jeden Tag oder beim Bauern oder ob du halt beim Lidl kurz vor Feierabend das schon braun abgelutschte Mett kaufen musst. So, und was mir noch wichtig ist, also das Geld, was heißt wichtig? Es ist cool, wenn man welches hat und man kann damit viele coole Sachen machen. Es macht wirklich den Kopf auch frei und für mich so bis 6.000 Euro geht der Glückslevel quasi so und ab 6.000 geht es dann wirklich langsam. Ob du 6 oder 10 oder 50, das ist völlig egal. Aber mit 6 fährst du ein cooles Auto, kannst in Urlaub fahren, kannst deine Kinder auf Klassenfahrt schicken, whatever, kannst dir ein paar coole Sachen kaufen, das war's. Muss jetzt nicht Millionär werden. Und um die Frage jetzt abzuschließen, was mir noch wichtig ist mir meine Familie, besonders meine Frau und der Hund. Mehr Familie habe ich auch nicht, außer eine Tante doch. Die sind mir total wichtig. Und mein Netzwerk. Dieses Netzwerk, wenn so ein Alex sagt, pass auf, lass uns in 3 Wochen so ein Interview machen, dann habe ich da Bock drauf. Das ist so geil, so mit solchen Leuten was zu bauen und auch die Babys bei uns im Unternehmen zu sehen. Ich sehe mich ja wie so ein Transportunternehmer. Ich hole die Leute da ab, wo sie sind und bringe sie dahin, wo sie hinwollen. Und zwar nicht Fahrstuhl, sondern Treppe. Und dafür brauchst du auch Geld für die Ausbildung. Die brauchen Autos, die brauchen Material und. Und ohne Geld ist alles nichts. Und die Leute, die sagen, ja, Geld ist nicht alles, die haben meist keins. So, und ich weiß selber, wie das ist, wenn du strugglen musst, wenn du keine Miete zahlen kannst. Der Vermieter klopft und sagt, hier, wie sieht's aus? Macaroni and Cheese, die Story kennen wir alles. Wenn du dir Dosen mit deinem Hund teilen musst, das ist zwar eine coole Zeit zum Aufbauen und das prägt dich vielleicht auch, aber das willst du halt nicht dein ganzes Leben haben. Jetzt frisst der Hund Känguru. So, jetzt ist Känguru-Time. So, und mit Geld ist halt wirklich geiler, weil du dir keine Kopfschmerzen mehr machen musst. Kann ich das bezahlen? Die Waschmaschine ist kaputt. Der Kollege braucht vielleicht mal irgendwie ein paar Taler. Dann gebe ich ihm das von Herzen, weil mir tut es halt nicht weh, weißt du? Jetzt muss man nicht damit prahlen und dies und das mache ich jetzt auch nicht. Ich fahre ein Lambo. Viele Leute wissen gar nicht, dass so ein Lambo günstiger ist, als wenn du einen Cayenne fährst. Ja, kleines Beispiel, so eine Karre, die neue, kostet irgendwie 550 Düsen. Die fährst du 3 Jahre, dann kostet er immer noch 500. Hast 50 versenkt. Holst du eine S-Klasse für 200, fährst die 3 Jahre, ist die noch 100 wert. Hast du 100 versenkt. Also ist dieses Auto eigentlich preiswerter in der Gesamtsicht gesehen, auch was Versicherungen und so ein Krams angeht. Also abschließend, Geld ist geil. Man muss das aber auch mögen. Also man darf nicht sagen, oh nee, ich will kein Geld, dann kommt auch keins.
Und Uhren und Diamanten sind auch wichtig. Und teure Sneaker. Wo wir schon mal den Fokus so schön bei dem einen Thema haben, dachte ich, ich schmeiße selbst noch kurz eine Nachfrage rein. Tatsächlich ist es, man muss es sich erlauben, natürlich im Thema Wohlstand auch wirklich ein Thema. Es gibt viele, die tun sich, also ich bin ganz sicher, während ein paar jetzt sagen, ich feiere das, schweigen ein paar im Chat sehr laut. Und vielleicht auch dazu ein paar Gedanken von dir, weil ich weiß, viele tun sich echt schwer. Sei es damit, dass jemand anderes so offen über Reichtum spricht, aber wenn sie heimlich reinschauen, merken sie, sie tun sich auch selber schwer, mit dem Gedanken, mal wirklich Geld aufzubauen. Wie ist deine Erfahrung, ist so die Korrelation zwischen Mindset, Beziehung, wie gehe ich mit Geld um und wie geht Geld dann mit mir um? Ja, ganz wichtig, dein Portemonnaie muss immer voll sein, entweder kleine Scheine oder größere, je nachdem, was du so da hast. Das muss halt immer dick sein. Ja, wenn du so ein kleines Portemonnaie hast, wo halt nichts drin ist, nur so ein paar Münzen, aber hast dein Konto voll, dann ist blöd. Aber wenn du das Portemonnaie aufmachst und es quillt schon so, auch wenn es 5-Euro-Scheine sind, das ist halt irgendwie geiler für mich. Und du musst halt wirklich Geld zulassen. Und viele Leute können das nicht, viele Unternehmer können das auch nicht. Ja, die fahren mit so einem abgefuckten Audi A4 oder 5er BMW in ihr Unternehmen rein, damit der Mitarbeiter auch nicht denkt, dass er ein fettes Auto fährt. Und am Wochenende fährt er mit einem Porsche Cabriolet hinten durch die Wiesen raus, weil er zu seiner Frau sagt, ja, nee, was sollen die Mitarbeiter denn denken? Du musst das einfach, du musst mal nach Dubai fahren. Du musst mal gucken, was die Leute da leben. Ja, wenn du da so ein Auto fährst, dann feiern die dich. Also mich feiern die ja auch teilweise. Und die anderen, die gucken einmal so und wenn du die anguckst, gucken die halt so weg. Aber mir ist das völlig egal. Du musst dieses Geld, musst du zulassen. Du musst dich auch mit Leuten umgeben, die mehr verdienen als du selbst. Das ist total wichtig, weil wenn du diese ganzen Lollis hast, das ist wie mit so einem Ballon, die ziehen dich einfach runter, die lassen dich gar nicht fliegen. Du musst diesen Ballast aus dem Ballon schmeißen, damit der Ballon halt irgendwie hochfliegt. Und Geld ist halt geil. Geld ist, viele sagen, ja, das ist Energie, das ist dies. Nee, das ist geil. Und auf dem Konto, sage ich immer, ist Geld wie so gefangen. Ja, und ich gucke dann aufs Konto und dann sagt das Geld so, Patrick, hol mich und kauf eine Wasserpistole. Oder kauf, was weiß ich, mir ist so traurig. Auf dem Konto fühle ich mich so traurig. Viele wichsen sich ein auf dem Kontostand, das bringt mir noch nichts. Letzte Hemd hat keine Taschen. Dann fahre ich in den Supermarkt und hole mir eine Wasserpistole. Die geilste, die es halt gibt, wo ich meinen Nachbarn 3 Häuser weiter noch mit anspritzen kann. Ja, sei auch mal Kind, das ist ganz wichtig, dieses Kind sein. Viele sind so steif und haben so einen Stock im Arsch und ja, nie und ja, ja, ja. Einfach mal in den Kinderspielladen fahren und vielleicht auch mal wieder Legos kaufen, die du als Kind nicht haben durftest. Das habe ich auch gemacht, ganze Karre voll mit Lego. Dann spiele ich Lego einfach für mich selbst. Das ist halt voll geil so. Und Geld auf dem Konto ist halt blöd. Also ich finde, das ist traurig so. Lambo, Lego und Wasserpistole. Also ich glaube, viel mehr kann man als Mann im Leben auch nicht wollen. Gesundheit, einer glücklichen Familie und so ein paar anderen Dingen. Aber kommen wir zurück zu einer weiteren Frage, die gerade reinkam von Silvia. Nämlich, was sind denn so deine Gedanken, um mal so ein bisschen auch einen thematischen Schwung zu machen, merke ich. Was sind deine Gedanken zur aktuellen Wirtschaftskrise? Was glaubst du, wird sich ändern? Was müssen wir jetzt neu lernen? Naja, also ich sehe es so ein bisschen zweigeteilt. Also ich sehe das Corona schon sehr stark als Bedrohung an. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, die ganze Welt sagt, ja, eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich nach Brasilien gucke oder Spanien, weiß ich, was passiert ist. Und hier gab es halt Modellierungen, dass hier 500.000 Leute gestorben wären, wenn wir das Ganze noch weiter gemacht hätten. Und viele sagen, ja, ist alles nicht so schlimm. Für mich ist das halt sehr schlimm. Und ich sag mal, ich würde nie Geld gegen Menschenleben tauschen. Und das, was wir so gemacht haben und wie wir es gemacht haben, wirtschaftstechnisch, finde ich halt gut. Und als Unternehmen musst du auch mal 2-3 Monate irgendwie aushalten können und kannst nicht, die meisten haben ja schon Corona-Hilfe beantragt, bevor es überhaupt irgendwie einen Lockdown gab. Also wenn ich ein Unternehmen aufbaue und die geleaste G-Klasse 3-mal fahren muss, weil meine Frau auch so ein Auto haben muss, aber keine Rücklagen habe, um irgendwie 3 Monate mal wirklich Luft zu holen, dann ist das ein Unternehmen, was auf Sand gebaut ist. Wenn es jetzt Startups sind, wirklich, dann tut es mir leid oder Gastro oder sonst irgendwas. Aber du musst 2-3 Monate musst du wirklich als Unternehmen aushalten. Das können wir auch. Wir können 2 Jahre aushalten. Dann haben uns das Geld nicht ausgezahlt. Es liegt auf dem Konto. Wir können alle Mitarbeiter bezahlen, weil wir gesagt haben, okay, es kann immer irgendwie was kommen. Keiner wusste ja, dass sowas kommt. Ja, viele haben es geahnt, es gibt dies und das, aber du musst halt Rücklagen haben. So, und für viele ist es aber auch so ein Neuanfang, weißt du, die kommen vielleicht raus aus dem Krams, den sie jetzt gemacht haben, wo sie gesagt haben, okay, mit Corona verdiene ich jetzt auch kein Geld, jetzt sind meine ganzen Kunden weg, da musst du halt jetzt neu aufbauen. Bestes Beispiel, ich habe jemand im Außendienst jetzt, die Glasfaser für uns machen, der Typ schreibt 120, 150 Aufträge, hat vorher 18 Schuhläden gehabt. Er hat gesagt, okay, Schuhladen ist platt,
aber ich ziehe jetzt voll neu durch. Was für ein geiler Typ. Weißt du, vom Unternehmer runter, wieder Status gesenkt, kommt zu uns, geht jetzt an die Haustür, hat voll Bock, was zu machen und hat halt keinen Brainfuck. Der geht abends nach Hause, hat keine Buchhaltung, hat keinen Dies, hat keinen, der Kunde hat irgendwie einen Schuh geklaut. Für den ist es halt ein kompletter Neuanfang und ohne Corona wäre der nie bei uns angefangen. Ja. Und mal ganz ehrlich. Letzten paar Fragen, wir kommen langsam in den Endspurt. Wir bedanken uns erstmal bei euch für eure ganzen Fragen, die wir soweit schon beantworten konnten. Meine nächste Frage ist, Patrick, 2020 ist auf jeden Fall ein absolut verrücktes Jahr. Was sind für dich so Sachen, wo du sagst, wenn ich in ein paar Jahren, vielleicht in 3 Monaten, vielleicht in 3 Jahren zurückschaue, was sind Sachen, wo du sagst, 2020, darauf war ich stolz und dafür bin ich dankbar in der Zeit? Ja, 2020, darauf bin ich stolz, dass wir jetzt den Network-Kanal aufbauen, dass wir halt wirklich Leuten zeigen, wie man sauberes Network aufbaut, dass wir die mitnehmen die nächsten 3 Jahre, dass sie halt wirklich cooles Geld verdienen. Darauf werde ich stolz sein und das haben wir mit Bido damals schon geschafft, das werden wir jetzt auch schaffen. Und für mich war es halt so 3 Wochen irgendwie so ein bisschen durch den Wind sein, durch Corona. Das nehme ich auch mit und es wird nicht das letzte Corona sein. Es wird vielleicht ein anderes Corona nochmal kommen, ein schlimmeres Corona. Und du musst halt gewappnet sein. Ja, du musst halt wissen, okay, wenn du ein Lockdown oder irgendwas kommt, du musst aushalten können und du musst halt verschiedene Wege gehen können. Ja, du brauchst wie so eine Wühlmaus, brauchst du 5, 6 Ausgänge aus deinem Bau, damit du wieder rauskommen kannst. Wenn du nur einen hast und da ist Wasser drin, dann wirst du ersaufen. Hab ich mir gerade ausgedacht mit der Wühlmaus. Geil, ne? Wunderschön, wunderschön. Jawohl. Ja. Mein Lieber, kommen wir in, ja, zu unseren letzten Fragen. Es gibt die sogenannte Quick-Fire-Questions-Runde, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Und das sind Fragen angelehnt an Tim Ferriss, seine Quick-Fire-Questions, wo ich das Gefühl habe, da kommen sehr spannende Antworten raus. Deswegen, let's get ready to rumble. 4, 5 Fragen, 4, 5 schnelle Antworten für die letzten Minuten. Bevor ich da reingehe, noch ganz kurz für alle, die zuschauen. Wenn es euch bis hier gefallen hat, dann jagt da doch mal bitte kurz einen Daumen hoch, freut uns auch. Zweitens, wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch kurz das Video, das ist nur ein Klick und dann sehen noch ein paar Menschen mehr dieses Interview, was uns natürlich freut und was den Menschen helfen kann, die ihr in eurer Freundesliste habt. Aber jetzt zurück zum Thema. Erstens, Patrick, was ist die beste Anschaffung im niedrigpreisigen Segment? Ich sag mal so um die 100 Euro, wenn es nachher 200 sind, ist auch nicht schlimm. Aber was war so einer der besten Investments oder Anschaffungen im Bereich um die 100 Euro? Boah, das Lurchfrei-Cap. Ja. Sehr geil. Was war eine deiner besten Investitionen insgesamt? Preis egal. In Mitarbeiter. Völlig in Mitarbeiter investieren. Bei mir mache ich ja kaum was. Also alles rein in die Leute, damit die halt wachsen. Ja. Geil. Drittens, wenn du ein Schild aufhängen könntest, irgendwie 100 Meter breit, 50 Meter hoch, über einer Stadt deiner Wahl, wo es jeder sieht, hell beleuchtet mit einer Message deiner Wahl. Was steht da drauf? Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlteste Eigenschaft der Welt. Wenn du heute einem 20-, 22-Jährigen oder einer 20-, 22-Jährigen begegnest, gerade im Studium oder nach der Ausbildung und ihr sprecht so und es kommt zum Thema, naja, die echte Welt. Wie ist es da draußen in der echten Welt? Was sind so 1, 2 Ratschläge, die du ihnen mitgeben würdest? Und was sind 1, 2 Ratschläge, wo du ihnen sagst, bitte ignoriere das, wenn dir das jemand mitgibt? Also 2, 3 Ratschläge, die ich ihm geben würde. Geh erstmal barfuß, zieh die Schuhe aus, Socken aus und dann gehst du erstmal barfuß bis nach Rom, bis die Socken qualmen und danach kannst du dir wieder Schuhe anziehen und dann gucken wir mal weiter. Was du nicht brauchst, sind diese ganzen Lutscher-Lollis, die dich halt runterziehen, die dir immer irgendwelche Steine in den Weg legen können, die immer meinen, dass sie irgendwie was Besseres sind und ja, weg mit diesen Leuten. Du musst merken, wer dir gut tut und nicht. Du musst dieses Ladegerät werden. Du musst dieser Akku werden. Du musst wissen, okay, wer gibt mir Energie und wer nicht. Und das merkst du halt relativ schnell irgendwann. Und irgendwann sortierst du halt Leute danach aus. Also guck, wer mit auf deinem Weg ist, wer vielleicht auch die Schuhe auszieht und mit dir zusammen mit sockenden Qualm bis nach Rom durchzieht. Was sind Ratschläge, die du raten würdest zu ignorieren? Ja, alles Destruktive. Also alles, das kannst du nicht, das wird nichts, das hat keine Zukunft. Wenn dir irgendjemand in deinen Traum scheißt, dann hau ihn raus. Ja, weil es ist ja dein Traum. Weg mit solchen Leuten. Keiner darf dir in deinen Traum scheißen. Das darf einfach nicht. So, und solche Leute, auch wenn es die besten Kollegen sind, ja, ein Gespräch, kommunizieren, konfrontieren, aussortieren, weg.
Keiner darf dir in deinen Traum scheißen. Ich glaube, schöner können wir das Gespräch nicht zum Ende führen. Und so möchte ich mit der letzten Frage schließen. Ich möchte erstmal Danke sagen. Danke an alle, die da waren. Danke an alle, die uns über so viele Folgen Elefantencampus begleitet haben. Danke dafür erstmal. Und danke an alle, die heute wieder dabei waren oder die es im Nachhinein noch angeschaut haben. Cool, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Natürlich geht's weiter. Natürlich werdet ihr von mir und auch von den Menschen, die ich kenne und die ich interviewen möchte, auf verschiedenen Wegen noch hören. Es wird unter anderem eine YouTube-Show dazu geben, wo wir diese Interviews nochmal teilweise in Ausschnitten, teilweise ganz für euch zur Verfügung stellen werden, damit das gemeinsame Wachstum, der gemeinsame Weg weitergehen kann. Zunächst aber, wie gesagt, danke für den bis hier gegangenen Weg. Danke, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, bei dir ist auch gerade, du bist gerade auf einer Hochzeit, beziehungsweise nee, auf einer Verlobungsfeier bist da sozusagen, ja, noch mitten in der Party und ich habe gesagt, komm trotzdem raus, also andersrum, ich habe dich erst eingeladen, dann kam die Zusage für das Event und dann hast du gesagt, ich mach's trotzdem und dafür möchte ich mich bedanken und so möchte ich mein Versprechen einhalten, dass wir Punkt 19 Uhr fertig sind und du wieder zurückkommst zur Party und so entlasse ich dich mit der letzten Frage, beziehungsweise gebe dir das letzte Wort. Was sind, ja, die letzten Gedanken, die du mitgeben möchtest? Was sind schließende Worte, die du heute an die Community richten möchtest? Was gibst du den Zuschauern und Zuschauerinnen von heute noch mit auf den Weg? Ja, meine letzten Worte sind einfach, denk mal ein bisschen drüber nach und wertschätze dich mal wieder. Das ist total wichtig und fahr die Geschwindigkeit mal ein bisschen runter und fahr die Autobahn mal mit 120 und nicht mit 300. Nimm diese Blumen mal wieder wahr, die an der Autobahn auch stehen. Die Abfahrten immer wieder wahr. Komm mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Guck dich um, wer ist in meinem Umfeld? Wer ist auf deiner Umlaufbahn? Und wer soll da wirklich sein? Und wer muss vielleicht weg? Wer stört mich im Leben? Sei ehrlich zu dir selbst. Mach dir eine Liste und sag, okay, Peter, Günther, Maike, die können alle weg. Dafür bleiben Fabian und so weiter. Die bleiben halt drin. Prüf dein Umfeld, prüf dein Leben, guck, wie du aufstehst, wann du morgens aufstehst, mach dieses Dankbarkeitsritual, sei wirklich mal wieder dankbar für das, was du hast und nicht nur materielle Sachen, sondern wirklich auch für das, was du bist, dass du morgens aufstehen kannst, dass du gucken kannst, dass du deine Beine auf den Fußboden stellen kannst. Nimm das alles mal wieder richtig wahr in dieser schnelllebigen, auch jetzt Corona-Zeit. Sei einfach mal wirklich wieder dankbar für das, was wirklich ist, weil wenn du irgendwo in Afrika bist und musst irgendwie 3 Kilometer laufen, um einen Schluck Wasser zu kriegen und dein Kumpel stirbt, weil er nichts zu essen hat, dann hast du richtige Probleme. Und was du jetzt hier hast, das ist alles Luxus. Du kannst alles selber entscheiden, du kannst alles selber gestalten. Du lebst hier in einem Rechtsstaat mit einer Polizei. Hier fliegen keine Bomben, hier passiert nichts, was dir irgendwie schaden kann. Du kannst hier alles selber machen. Du kannst hier Förderung holen, du kannst dir Wissen bei YouTube holen. Du bist im Paradies, bist du drin. Und kannst dir alles von den Bäumen quasi kostenlos picken, um dann deinen eigenen Obstsalat zu machen. Das wären so meine Worte. Und schöner können wir es, glaube ich, tatsächlich nicht enden. Danke, Patrick. Danke euch. Und viel Spaß bei eurem Obstsalat.